Dobermann. Dobermänner sind relativ große, kräftige und dennoch elegante Vierbeiner. Ihr Fell ist glatt, kurz und kann braun, schwarz, blau oder bernsteinfarben, auch Isabel, mit rostroten Zeichnungen sein. Die Körperhaltung ist in der Regel stolz und gleich der eines Vollblutpferdes. Erwachsene Rüden sind etwa 69 cm groß, Hündinnen 65 cm. Erwachsene Hunde wiegen etwa 32 bis 45 Kilogramm. Eckdaten. Lebenserwartung, 10 bis 13 Jahre. Gewicht, erwachsene Hunde wiegen etwa 32 bis 45 Kilogramm. Schulterhöhe, erwachsene Rüden sind etwa 69 cm groß, Hündinnen 65 cm. Fellfarbe, braun, schwarz, blau oder bernsteinfarben, auch Isabel, mit rostroten Zeichnungen. Größe, groß. Charakter. Dobermänner brauchen geistige und körperliche Auslastung. Sie müssen ordentlich trainiert werden, da gelangweilte Hunde Verhaltensprobleme entwickeln können. Wenn sie früh sozialisiert und an andere Hunde, Tiere und Kinder gewöhnt werden, können Dobermänner gute Familienhunde sein. Sie sind loyal, anhänglich und werden ihr Zuhause beschützen. Sie binden sich meist an eine bestimmte Bezugsperson. Wenn du nicht genug Zeit investieren kannst oder keine Erfahrung mit Hunden hast, ist ein Dobermann wahrscheinlich nicht der richtige Hund für dich. Dobermann liegt im Gras. Herkunft. Der deutsche Nachtwächter, Hundefänger und Steuereintreiber Louis Dobermann brauchte einen erstklassigen Schutzhund, der ihn auf seinen Runden begleitete. Also kreuzte er im ausgehenden 19. Jahrhundert verschiedene Hunderassen, um den Dobermann zu züchten. Angeblich nahm er Rottweiler und Doggen für die Größe und Stärke, Greyhounds für die Geschwindigkeit und Manchester Terrier für ihr glattes Fell, ihr anmutiges Äußeres und ihre Terrierbeharrlichkeit. Andere Hunderassen, die womöglich eingekreuzt wurden, waren Schnauzer, deutsche Pinscher, deutsche Schäferhunde, Deutschkurzhaarhunde und Weimaraner. Der erste Dobermann oder Dobi wurde 1893 im deutschen Zuchtbuch eingetragen.